Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Subnautica. Und wir widmen uns jetzt der schönen Kunst der Dekonstruktion. Ah, jetzt weiß ich, woran es liegt. Ich habe hier einen Pflanzenpott hingesetzt und dann kann er natürlich diese Luke nicht dekonstruieren. Was soll denn der Furz? Ah, das überlappt sich offensichtlich. Okay. Dann muss ich das irgendwie anders machen. Sonst funktioniert das nämlich nicht. Mal gucken, ob ich hier irgendwie einen extra Raum noch anbauen kann oder so. Manometer. Das ist ja kompliziert. Mal wieder. Total. Oh, vielleicht kann ich hier ja diesen Dings hinten ranpacken. Das wäre ja auch lustig. Mal schauen. Das würde die Sache ein bisschen erleichtern. Nein, es passt nicht hin. Ah, fuck. Okay. Ich habe hier echt zu viel Zeug an meine Basis rangeschraubt. Nicht gut. Vielleicht geht das ja hier irgendwie an den Scannerraum dran. Scannerraum an den Moonpool oder so. Mal gucken. Vielleicht kann ich hier ja irgendwie so ein Verbindungstool bauen oder so. Ein Segment, genau. Dann muss ich mir zwar wieder ein neues. Warum geht das nicht? Oh Mann, oh. Das kann doch nicht so groß sein, dass das da nicht hinpasst. Oh, fuck, okay. Dekonstruieren. Also der Unterwasserbau ist so ein bisschen dürftig, ein bisschen nervig. Vielleicht muss es dann hier hin. Ich glaube, ich probiere es dann mal einfach in die Richtung. Irgendwie wird das schon klappen. So, hier. Flap. Okay, das sieht doch gut aus. Scannerraum? Na komm. Warum willst du da nicht dran? Wo ist das Problem? Warum geht das nicht? Mann. Also manchmal glaube ich, dieses Spiel trollt mich einfach nur, weil es kann. Weil es das kann. Und daran Spaß hat. Ah, okay. Mal aufsteigen und ein bisschen Luft schöpfen. Da hinten ist unsere einsame kleine Rettungskapsel, die wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gebraucht haben. Boah, alter Schwede. Das finde ich jetzt so ein bisschen blöd. So ganz ein bisschen doof. Aber ich verstehe den Sinn auch nicht so ganz, weil offensichtlich hier so in diese Höhe bauen kann ich es ja nur. Zu weit weg oder so mag er auch nicht. Das ist so. Ich verstehe das nicht. Aber ich glaube, ich brauche auf jeden Fall mehr Titan zwischendrin noch, bevor ich hier überhaupt irgendwie weiterbauen kann. Also manchmal sind diese Bausysteme auch so leicht nervtötend. So ein bisschen. Aber ich muss zur Ehrenrettung von Subnautica sagen, dass die Bauerei bei Conan Exiles noch viel ätzender ist. Vor allem, wenn man versucht, Dächer zu machen. Wer dieses System gebaut hat, der gehört wirklich arg ganz heftig in Weichteile getreten, denn oh, man verzweifelt dabei so ein bisschen. So, wir haben jetzt hier genug Titan, dann probieren wir es nochmal. Meine Güte. Was für ein Krampf heute. Also ich hätte gedacht, dass das so ein bisschen leichter gehen würde, aber ich habe meine Basis auch offensichtlich so ein bisschen dumm aufgebaut. Sehr, sehr organisch wachsen lassen und nicht darauf geachtet, dass man da eventuell vielleicht noch Dinge anbauen können sollte. Das rächt sich jetzt natürlich. Aber gut, ne? Wir sind ja flexibel, zumindest etwas. Vielleicht kann ich hier ja auch nach oben bauen. Warte mal, das wäre natürlich eine Idee, dass man hier irgendwie noch eins draufsetzen und das dann hier in die Richtung. Ja, das ist eine. Oh, der Gedanke gefällt mir. Vielleicht kann ich ja irgendwie. Warte mal. Hier sind die Schränke dran. Hier ist. Mal gucken. Kann ich das hier noch irgendwie hinbauen? Aber dann habe ich keinen Platz. Nee, das ist keine gute Idee. Dann habe ich hier keinen Platz. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas anbauen? Irgendwie so ein Eckchen oder so. Passt hier noch ein T-Segment hin? Ja, oh, das ist gut. Dann hätte ich hier ein bisschen mehr Raum.
Und könnt ihr hier oben drauf noch irgendwas setzen? Vielleicht geht das ja dann so. Kann ich den hier oben drauf setzen? Natürlich nicht. Das war so klar, dass das nicht geht. Alter. Boah, ey. Liebes Spiel, heute mag ich dich nicht. Heute mag ich dich echt nicht. Du gehst mir sowas von auf die Nerven. So, können wir jetzt hier irgendwo den Scannerraum ansetzen? Natürlich nicht. Boah. Probieren wir es nochmal eins weiter oben. Gott, das sieht jetzt richtig schrecklich aus. Alter? Warum zur Hölle geht das nicht? Muss ich den hier irgendwie. Oh, jetzt so geht's. Ah, der braucht mehr Platz. Das ist der Trick dabei. Aha. Okay. Der muss hier irgendwie rauslappen oder so. Gott, sieht das jetzt richtig scheiße aus. Nee, also so möchte ich das nicht haben. Das geht ja so gar nicht. Das ist einfach nur voll hässlich. Nee. Ja, sorry Leute, ich bin beim Bauen einfach etwas kritisch. Ich mag das nicht, wenn das hässlich aussieht. Und das sieht hässlich aus. Es tut mir leid, aber nee, das geht gar nicht. No way. Sag mal eben kurz ein bisschen Luft tanken. Schwierige Bauherren und so, ja, ich weiß. Also, ich glaube, ich wäre der Albtraum jedes Architekten. Würde ich das irgendwie versuchen? Aber dann müsste ich doch rein theoretisch den Scannerraum hier irgendwie anbauen können. Oder? Geht das nicht? Das ist wirklich zu nah dran dann, okay. Ich baue mal hier so ein T-Stück an die Ecke. Vielleicht geht es dann damit besser. Hm? Passt du hier dran? Nee, das mag er offensichtlich nicht. So, und jetzt vielleicht den Scannerraum hier außen dran. So hier in die Nähe. Boah, Alter, geh mir jetzt nicht auf den Zeiger, du Teil. Okay, da passt er nicht hin. Gibt's ein Verbindungsstück? Natürlich nicht. Ah! Alter, wer denkt sich denn sowas aus? Grummel! Es ist doch echt nicht die Möglichkeit. Ihr wollt mich doch hier verarschen, oder? Wie gut, dass ich jetzt für meine ganze, für meinen ganzen Durst diese unglaubliche Menge an Wasserflaschen dabei habe. Oh, Mann. Alter Schwede, ey. Habt ihr diesen blöden Scannerraum vielleicht auch schon mal irgendwann gebaut? Hat er sich bei euch vielleicht nicht ganz so beschissen angestellt? Das wäre jetzt mal echt interessant zu wissen. Boah, wer hat sich das ausgedacht? Alter Schwede, du. Das ist doch echt nicht witzig. So. Also irgendwie passt der hier auch nicht ran. Ist das zu nah oder zu fern? Oder woran klemmt es, dass der hier keine Verbindung baut? Der mag das irgendwie nicht. Mann. Jetzt habe ich hier so ein tolles Teil und das mag einfach nicht. So ein Schack, ey. Gerade so. Oh, warte mal, hier könnte ich vielleicht noch was dran setzen. Geht das vielleicht? Ach nee, Quatsch, Blödsinn. Dafür bräuchte ich ja so ein Anschlussding. Ah. Okay, ich habe meine Basis echt mistig konstruiert. Ich gebe das ja irgendwie zu. Das war jetzt nicht intelligent. Die Pflanze hier steht auch nicht besonders gut. Okay, bauen wir das mal ab. Luke dekonstruieren. So. Scannerraum. Bitte pass doch hier irgendwo hin. Komm jetzt. Stell dich nicht so an, du Teil. Müssen wir tatsächlich noch eine Verbindung bauen, oder was?
Also ich baue den jetzt einfach mal ganz hier unten hin. Dann ist vielleicht die Entfernung vom Boden auch nicht so weit weg. Vielleicht ist das ja das Problem. Wie hat das vorhin geklappt, dass das hier angeschlossen hat? Oh nein, 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 das ist jetzt nicht wahr, echt. Das ist jetzt... Oh. Okay, ich habe den Trick mit dem dummen Scannerraum raus. Man muss ihn drehen. Ah! Gott! Ich hasse sowas. Warum? Warum? Warum hasst mich dieses Spiel? Warum? Das ist doch nicht lustig. Das ist nicht lustig. Ah, okay, dann packe ich mal das Ding hier irgendwie hin. Ja, jep. Ah! Okay, ich bin offensichtlich einfach zu dumm für dieses Spiel. Ich merke das schon. Boah. Tief einatmen, ganz tief einatmen. So, dann passt jetzt hier wenigstens die Luke wieder hin. Ah, jetzt hätte ich meinen schönen Pflanzenpfad gar nicht abbauen müssen. So ein Fuck. Ah. Gott. Ja, ich... Der steht viel zu weit im Eingang. Wollte ich doch jetzt hier irgendwie in die Ecke setzen. So, hier, so. Boah. Was ein... Oh. Tief durchatmen. Natürlich ist jetzt auch die Probe weg. Oh. Mann, oh. Der war gerade so schön gewachsen. Himmel. So, einmal kurz durchs Beet springen. Ah, ich muss dringend irgendwas essen. Oh, Gott. Ah, da hätte ich mir jetzt eine Menge rumprobieren sparen können. Oh. Ja, es ist okay. Thomas, ich weiß, du wirst dich wahrscheinlich wieder total über mich amüsieren, weil ich mich hier einfach so blöd anstelle, aber sorry. Hummel. Manometer. Ich will doch einfach nur einen hübschen Scannerraum haben. Ist denn dran so schwer? So. Okay. Okay, das sieht jetzt sehr interessant aus. Was genau machen wir damit? Scannerraum, Zusatzmodule, okay. Wow! Scannerraum HUD-Chip überträgt Daten von den Scannerräumen ans HUD, okay. Kameradrohne, Scannerraum Reichweitenmodul. Scannerraum, Scan-Geschwindigkeitsmodul. Okay. Ich habe so den Eindruck, ich werde hier eine Menge extra Krempel bauen. So, und. Oh. Ah, okay. Hier kann man nach Dingen scannen, die man braucht. Das ist ja mal geil. Okay. Kreaturenei? Nee, will ich jetzt nicht. Scannen wir doch einfach mal nach. Metallschrott. Okay. Der scannt da immer noch und diese Punkte hier sind offensichtlich irgendwelche Positionsangaben. Wahrscheinlich unser Eck. Also unsere verschiedenen Bojen oder so. Was passiert, wenn der fertig ist? Wird das dann angezeigt? Wahrscheinlich schon, deswegen Scannerraumgeschwindigkeit. Ach, das ist ja mal richtig witzig. Sehr spaßig. Aber dann bringt mir das Ding hier natürlich überhaupt nichts, weil hier in der Umgebung ist nicht allzu viel. Und ich habe keine Ahnung, wie groß die Reichweite von dem Teil ist. Also das sieht hier schon so ein bisschen sehr strange aus. Ich glaube, das ist hier so die nähere Umgebung. Oh, oh, ah, das... Nein, die roten Punkte sind... Punkte, die man gefunden hat. Und das hat, ist dann unser... Geil, okay. Ich glaube, ich werde das gleich mal bauen. Gold und Computerchip. Okay, Gold haben wir ja glücklicherweise in rauen Mengen. Das ist jetzt nicht das Problem. Computerchip kriege ich auch noch hin. Also ich hoffe mal, ich habe hier noch irgendwo genügend Krempel. Neues Spielzeug. Ja, neues Spielzeug. Mhm. Gold. Gold ist jetzt kein Thema. Das Hammer. So, ich brauche aber... Okay, Silbererz, das lassen wir jetzt mal hier beiseite liegen. Was haben wir hier noch? Nichts, was wir brauchen. Und hier... Kupfer. Okay. Plöpp, plöpp. Dafür müssen wir dann einen Kupferdraht basteln. Für unseren Chip. Und dann brauche ich nur noch... Oh, Mensch, das ist so schön.
dass sie es tatsächlich geschafft haben, das Ganze mal zu ändern. Upsa, was mache ich denn jetzt hier? Hä? Ah. So, Tischkoralle brauche ich noch. Da werde ich jetzt mal die allerletzten Vorräte an Tischkoralle dezimieren, die hier existieren. So, einmal. So, dann werde ich mal gucken, wie das mit diesem HUD funktioniert. Das ist doch mal eine geile Neuerung. Sehr praktisch. So, dann bauen wir doch mal einen Computerchip. Flammen. Sehr cool. Okay, das ist jetzt natürlich wegen dem echt schrottigen Aufbau meiner Basis eine blöde Hin- und Herrennerei, aber was soll's. So, jetzt bauen wir mal diesen Scannerraum. HUD-Chip da. Und den setzen wir hier dann gleich mal rein. Geht das nicht? Warum geht das nicht? Hallo? Ich drück hier auf die rechte Maustaste und es passiert ein Vorrat. Och nee, Leute, sag bloß, dass es noch nicht geht. Ah, nicht lustig. Okay, ich kann hier mit so einer lustigen Kamera durch die Gegend cruisen. Ah, und hier sind dann die einzelnen. Oh, das ist ja lustig. Sehr, sehr amüsant. Damit erleichtert man sich natürlich extrem die Suche nach irgendwelchen Kram. Sehr witzig. Finde ich eine ziemlich klasse Idee. Vor allem, es hat natürlich so ein bisschen mehr auch noch diesen Charme von wir erkunden die Unterwasserwelt. Oh ja, hier ist zum Beispiel Metallschrott noch. Sehr witzig. Und da kann man natürlich noch die Hoffnung haben, dass einen nicht irgendwelche Stalker gleich fressen. Mal gucken, wie groß ist das Ding? Passt das hier rein? Ja, es passt hier. Oh, upsa. Ja, es passt rein, aber man muss damit wohl auch ein bisschen vorsichtig umgehen, sonst geht's kaputt. Das Ding ist deutlich wendiger als alles andere. Oh, Bonk. Aber es ist nicht besonders gut darin, zu bremsen, fürchte ich. Gott, hier ist richtig viel Sandsteinzeug drin. Cool. Und hier unten werden offensichtlich Fische gegrillt, so wie es aussieht. Oh Mann. Ja gut, mal schnell hier raus. Bevor ich hier weggegrillt werde. Das ist echt nicht übel. Gefällt mir. Nur diese Anzeigen auf der Kamera, die bringen mir halt überhaupt nichts, weil ich ja hier nichts abnehmen kann. Ach je. Also ich hatte gehofft, dass man das dann irgendwie beim Tauchen oder so sieht. So, wie steige ich denn jetzt hier aus? E? Ah, E. E geht. Cool. Sehr witzig. Aber warum kann ich hier keine Module einbauen? Das ist irgendwie so ein bisschen strange. Warum geht das nicht? Also hier gibt es eine Menge Metallschrott in der Nähe, das ist offensichtlich. Aber was ich noch gucken wollte, war, was ich hier noch an Zusatzsachen für die Seemotte bauen kann. Denn dieses Seemotten-Sonar ist natürlich etwas, das mich persönlich sehr reizen würde. Nicht zuletzt, weil es mir ermöglicht, dann zu sehen, wo vielleicht verborgene Stellen sind. Also ich habe gelesen, dass das ganz gut sein soll, um halt irgendwelche extra Sachen zu finden. So, was habe ich denn hier drin? Verstärkung, Vorratsmodul. Das brauche ich eigentlich nicht. Druckkompensator, okay, den brauche ich auf jeden Fall. Hier wäre was für den Sonar und dann vielleicht noch so ein Blitzdingsteil. Das habe ich nämlich hier auch gerade gesehen.
Das hier, Seemotte-Perimeter-Abwehrsystem, generiert ein lokales elektrisches Feld, das zur Abwehr aggressiver Lebewesen konzipiert wurde. Also wenn ich mir überlege, was da teilweise so alles unter Wasser rumschwimmt, ist das vielleicht nicht die schlechteste Idee. Aber, jetzt hänge ich hier schon wieder fest. Ich muss mal eben kurz eine Hypothese testen. Oh, okay, erstmal noch eine Pflanze anpflanzen. Ja, ich weiß. Ich sollte essen und trinken und überhaupt. Irgendwie bin ich momentan sehr stiefmütterlich zu meinem armen Taucher. Ach, schon wieder. Hallo? Ach so, die wächst gerade erst, okay. Nicht, dass ich mir hier so meine ganzen Kartoffelpflanzen wegnehme. Weil hier sollte ja. Ja, hier ist die kleine, okay. Ich tue mal eben kurz dieses Teil woanders hin. Kommst du hier rein? Ob ich dann mit der Kamera vielleicht diese Dinger nicht mehr sehe? Also diese Anzeigen. Vielleicht ist das nur für die Kamera und nicht für das Taucherhard an sich. So, mal gucken. Nee, die sieht man immer noch. Sehr strange. Ich komme noch auf die Spur dieses lustigen Dings. Eigentlich müssten die doch dann hier rein. Also hier in dieses. Das ist irgendwie kaputt, glaube ich. Egal. Wäre doch zu schön gewesen. So, mal gucken. Aber da waren gerade irgendwie so blaue Flecke. Ach nee, das ist die Kamera, okay. Das ist die Positionsanzeige der Kamera. Muss ich dieses Zusatzmodul bei mir einbauen? Irgendwie im Taucher? Ich weiß nicht, das kann ich mir eigentlich jetzt nicht vorstellen. Das wäre irgendwie so sinnlos. Ich habe nicht so viele Plätze in meinem HUD. Naja, mal gucken. Vielleicht muss ich das hier irgendwie reinpacken. Ah, Scannerraum hat Chip. Schauen wir doch mal. Tatsächlich! Alter, wie geil! Nie wieder Suchprobleme, zumindest erstmal vorerst nicht. Super, das ist gut. Sehr, sehr super praktisch. Oh Gott, na natürlich ist da natürlich alles voll mit Metallschrott oder so. Aber was soll's. Zumindest weiß ich jetzt, wie man ganz simpel irgendwelchen Krempel finden kann. Danke, Scannerraum, du bist toll. Das war eine gute Erfindung. Ich werde jetzt einfach mal nach Quarz suchen und dann in der nächsten Runde so richtig fett krass Quarz suchen. Glück. So, Quarz. Da müssen wir hin. Quarz ist fein. Das ist doch mal richtig arschgeil. Super, super Erfindung. Danke, Scannerraum. Den finde ich gut. Ich bin ein Fan vom Scannerraum. Also, wenn ihr euch das Ressourcen sammeln erleichtern wollt, baut euch so einen Scannerraum. Der braucht nur noch eine Weile, bis er hier irgendwie fertig wird, glaube ich. Naja, gucken wir doch einfach mal in der nächsten Folge, wo ich hier überall Quarz finde für meine super Baubasis, Expedition etc. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei, wenn ich viel los und total sinnlos durch die Gegend gurke, in der Hoffnung, dass ich Sachen finde. Macht's gut. Tschö. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder dabei seid.